Willkommen zurück im zweiten Part von Spirit Quest Reloaded. Ein neues magisches Projekt, das Ilja ja gestern im ersten Part bereits erklärt hat. So, und da im Chat ist irgendwas los. Ja, genau. Ja. So, wir gehen am besten hier mal vom Spawn weg, wegen diesem Meteor Shield, das seltsame Geräusche macht. Das wollen wir natürlich nicht in der Aufnahme haben und deswegen begeben wir uns ein Stück zur Seite. So, um mal auf das Thema des heutigen zweiten Parts zu kommen. Wie man sieht, habe ich da oben schon einiges gebaut, aber darum geht es in diesem Let's Play jetzt nicht unbedingt, sondern wir beschäftigen uns erstmal ein wenig mit Mods. Und zwar mit Botania. Und wenn wir mit Botania anfangen, dann müssen wir als allererstes ja mal, ja, wir brauchen ein Buch und einen Setzling und dann machen wir uns das Lexica Botania, wo wir dann alles zum Thema nachgucken können, wenn die Schrift nicht so verbuggt wäre. Das ist natürlich, Moment, kann ich das umstellen? Nee, Moment, nicht hier. Custom Fonts off. Na, leider nicht. Da muss ich nochmal gucken, dass ich vielleicht die Schriftart im Texture Pack ändere, sodass man das besser lesen kann. So, in Botania geht es ja im Prinzip darum, dass man aus Blumen, mit Blumen eine Menge machen kann. Man sieht sie hier schon überall rumstehen. Das sind diese komischen hier, die ich auch ganz viele im Inventar habe, diese Mystical Flowers, die es in allen Minecraft-Farben gibt. Und um zu beginnen, hallo Fahrländer. Und um zu beginnen müssen wir jetzt erstmal nach oben in die Festung und dann gucken wir mal, dass wir irgendwas mit Botania auf die Reihe kriegen. Zumindest schon mal so ein bisschen starten. So, im Vergleich zu gestern ist hier ja schon einiges passiert. So, wir gehen mal ganz hoch. Ich glaube, das war gestern hier noch ohne Dach und mit kaum was drin. So, was brauchen wir denn als erstes? Ich glaube, ich muss mal in das Buch gucken. Basics. Ich glaube, da Mystical Flowers. Genau. Ich glaube, wir brauchen die Petal Apothecary. Wie auch immer. Nicht hier, sondern hier müssen wir es eingeben. Genau, wir brauchen nämlich dieses Teil zuerst. Das machen wir aus Stein, Kobbel und einem weißen Blütenblatt. So, machen wir jetzt mal den Stein. Den haben wir hier in der Steinkiste. Wir brauchen das da und ein paar davon. Und Blütenblätter habe ich in dieser Kiste. Mystical White, perfekt. Gehen wir mal hier an den Farmcraft Crafting Table und gucken mal. Und jetzt haben wir schon mal das Ding da. Ich brauche noch einmal Wasser. Tja, wo sind die Eimer? Na, da ist ein Eimer. Gehen wir mal runter zu Victors Feld. Da ist nämlich Wasser drin. Dann können wir schon mal starten mit dem Ding. So, ein Eimer Wasser. Ich gehe erstmal nach draußen. Ja. Draußen ist nämlich hier. Hier wird das Ganze zum Teil stattfinden. Und hier drunter, da muss ich aber noch ausheben. Vielleicht nicht direkt hier am Rand, das wäre blöd. Erstmal. Nein, hier ist auch blöd. Hier wäre doch gut. So, dann geben wir erstmal Wasser rein. Jetzt können wir damit Sachen machen. Wir müssen auch noch uns um einige grundsätzliche Materialien kümmern. Okay. Und zurück. The Petal Apothecary. Genau, hier können wir die Sachen reinschmeißen und so weiter und so weiter. Allerdings muss ich zuerst, glaube ich, mal eben meine Rüstung tauschen, denn mit dieser magnetisierten Rüstung
macht es leider nicht viel Sinn, Sachen da reinzuwerfen, weil alles, was ich da reinwerfe, sauge ich direkt wieder an und das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders. So, deswegen ziehe ich erstmal die normale Rüstung an, um das Ganze mal ein bisschen zu regeln. Dieser Bereich ist für Botanier reserviert, das ist mein Schild, genau. So, jetzt gucken wir nochmal hier ins Lexika Botania rein und Old Dictionary. Naja. So, mit diesen Mystical Flowers können wir nämlich eine ganze Menge machen. Oder noch nicht, sondern wir brauchen, glaube ich, ja. Die brauchen wir zuerst, die Pure Daisy. Weil das kann aus Holz und Stein. Also Wood und Stone kann das Living Wood und Living Rock machen, was wir auch für weitere Crafting-Rezepte bei Botania brauchen. Und deswegen werde ich das zuerst mal machen. Hier, so kann man das hinstellen. Und dazu brauchen wir einfach nur vier weiße Blütenblätter. Die hole ich erstmal, weil die habe ich nicht dabei. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nein. Hier mal richtig. Wir machen dann direkt noch ein bisschen mehr und dann brauche ich zuerst ein bisschen Stein und ein bisschen auch Wood. Haben wir ja genug. Wir haben ja den besten Holzfäller der Welt im Team. Das ist ja eine schöne Sache in solchen Situationen. So, was soll's? 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt sollte eigentlich was passieren. Ah, doch, irgendwas passiert da. Vielleicht braucht es ein bisschen. Perfekt. Das heißt wohl, dass ich hier gerade mal einen kleinen Cut mache, um direkt nachzugucken. Weil ich es direkt schon verkackt habe, glaube ich. Naja, ich bin ja auch schlau, ich habe ja was vergessen. Deswegen liegen die ja auch hier drin, weil ich muss jedes Rezept mit Seeds abschließen. Dass ich noch Seeds damit reinschmeiße. Und da haben wir schon eine Pure Daisy. Ich mache aber direkt noch eine. Das heißt, ich muss nochmal Wasser holen. Das heißt, ich muss da, wo auch immer ich das dann später machen werde, mir wahrscheinlich eine Wasserquelle anlegen. So, und nochmal von vorn. Und noch eine. So, die setzen wir jetzt erstmal hier einfach mal hin. Und dann platzieren wir das Zeug drumherum. Und das wird jetzt umgewandelt, wie ich schon sagte, in Living Wood und Living Metal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, aber ich gehe jetzt erstmal hier unten drunter den Raum ausheben, den wir dann für den Mod brauchen. Und wir machen dann gleich was weiter, sobald das da zu was gekommen ist. So, ich gehe jetzt erstmal hier aus. Ist das hier? Ja, das ist hier. Das heißt, das Portal ist hier scheiße. Egal. Ich heb hier erstmal. Okay, ich wollte nicht in den Twilight Forest, sorry. Autsch. Ich heb hier dann erstmal weiter was aus und zwar ein Dreiergang hier durch. Ja, da ich euch jetzt nicht langweilen will, werde ich jetzt natürlich. Es ist einfach passiert. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist einfach so passiert. Ja, kann man nicht mehr machen. Shit happens. So, ich glaube, wir können mal langsam wieder gucken gehen, ob da was passiert ist oben. Ich mache noch eben diese zwei Reihen Zeug hier raus.
Weil hier unten werde ich, wie ich vorhin angewähnt habe, den Arbeitsbereich machen, wo ich mich dann um die Botania-Sachen kümmern werde. Warum ich es gerade da draußen unter diesem Terrassenbereich mache, wird später auch noch klar werden. So, wir haben jetzt... Ja, es hat geklappt. Wir haben unser Zeug. Das werde ich jetzt mal abbauen und ich werde dann direkt hingehen und... Ja. Ich glaube, ich mache das direkt nochmal. Soll ich jetzt schon? Ja, einmal noch, mindestens einmal. So, dann brauchen wir nochmal Stein. Und Holz, das habe ich ja zwischendurch weggelegt. Ach ja. Auch gut. Bitteschön. Jetzt bin ich hier voll der Pflanzenkundler. Das ist doch auch mal was. So, jetzt haben wir hier natürlich Living Rock und Living Wood. Und wir können uns ja schon mal angucken, was wir jetzt als nächstes hier treiben müssen, weil wir brauchen jetzt andere Pflanzen noch als nächstes, die wir nämlich dann später hier anpflanzen werden. Der Grund, warum ich diesen Bereich im Prinzip gemacht habe. Was war jetzt? Was ist jetzt gerade passiert mit dem Essen? Das okay. Oh, at Soundcraft. Wie kommt das denn? At Botania. Oh ja, hier gibt es schon eine Menge Zeug. Aber das werden wir wahrscheinlich in diesem Let's Play nach und nach alles ergründen, weil das wird nämlich das Botania Let's Play. Und vielleicht auch ein anderer Mod. Ich will diesen Mod auf jeden Fall einmal durchziehen. Das heißt, ich werde richtig gucken, dass ich hier weitermache. Cute Daisy haben wir ja schon, okay. Basics. Next couple of Mystical Flowers. Runic Altar. Okay, das brauchen wir auch, aber wahrscheinlich erst später. Zuerst müssen wir natürlich die Pflanzen machen, die Mana produzieren. Genau, das ist der Runic Altar, der kommt später. Born of the Forest. Das könnten wir auch schon machen. So, wie war das nochmal? Wie ging das? Wir brauchen... Ja, genau so ging's. Wir brauchen 3 Sticks und ein paar Blütenblätter. Farbe ist dabei egal, das können wir sich für aussuchen. Ich nehme ein blaues und ein rotes, aber ich will lieber dieses blaue. So, machen wir das hier hin und das dahin. Zack, zack, zack. Haben wir Wild of the Forest. Damit können wir dann Sachen nachgucken. Das ist jetzt für den Anfang noch eher unwichtig. Das ist praktisch die Ranch für Botania, sozusagen. So, Mystical Flowers brauchen wir jetzt. Oh, das ist ja schon wieder passiert hier. Das ging jetzt echt schnell. Oh, ich sehe gerade, das ist noch im Standard-Texture-Pack. So, wenn ich hier sinnlos rumstehe und dann könnte ich doch nochmal Stein und Holz drumherum machen. Weil davon können wir ruhig einiges machen. So. So. Nach dem Flachwitz. Ja. So, das ist Lexica Botania. Jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Basics, Mana Manipulation, Function of Flora, genau. Lexica Flora. Nein. So, Mana Pool, Mana Spreader. Das brauchen wir alles noch gar nicht. Ich brauche eine. Im Grunde brauche ich eigentlich Pflanzen, die Mana erzeugen. So, wenn ich mir jetzt gemerkt hätte, wie die hießen, dann würde das ganz viel schneller gehen. Ah, hier, hier, hier. Die, davon brauche ich welche. Daybloom und Nightshade brauchen wir nämlich. Genau so war das. So, ja.
brauchen hellblau, orange und gelb. Ich glaube, ich packe erstmal den Mist gerade weg. So, ja. Ich packe erstmal die Pflanzen hier rein und dann den ganzen Kram. Sortieren wir eben das Inventar und dann brauchen wir gelb, hellblau. Gelb, hellblau und irgendwas war noch orange, ne? So, okay. Zwei gelbe, eine orangene und eine hellblaue und. Bevor ich gleich ewig hin und her renne, mache ich mir direkt das Lexikabotanier wieder auf. Nein, ich mache mir direkt eine unendliche Wasserquelle da oben. Weil wir machen uns jetzt eine ganze Reihe von denen und dann machen wir uns noch Nightshades dazu. Die setzen wir dann dort überall hin. Das machen wir noch in diesem Part und dann geht es im nächsten Part weiter, wie wir dann damit umgehen, was wir dann weiter daraus machen werden. Weil, wie ich schon sagte, da gibt es ja einiges. Aber das ist natürlich gut, dass hier jetzt. Na, für den Anfang ist es okay. Ich muss mir das dann später überlegen, wie ich das da unten mache. So, ich quatsche schon wieder in einer Tour durch. Auch gut. So, Wasser da rein. Und, zwei gelbe, orange, blau. Und der Dayblum. Das Ganze mache ich jetzt doch 1.000.000 Mal. Einfach nur, weil es so schön ist. So, das war jetzt genug von dieser Blume. Jetzt haben wir 9 Stück. Jetzt gucke ich mir erstmal, dass wir auch den Nightshade noch machen. So, wo war das? Nightshade. Purple und 3. Okay. 2 schwarze, ein graues und ein purple. So. Schwarze. Ach nein, das ist hier Gray. Und Purple. Das ist Magenta. Hier ist Purple. Ich bin farbenblind. Ah, nicht wirklich. Okay. Okay, das. Oh, das Baby ist tot. Es tut mir so leid. Genau, schmeiß den Eimer Wasser erstmal da rein. Nein, nicht ganz. Und so, und da ist auch der. Na, wo ist er? Da ist der Nightshade. Weil der Punkt ist nämlich, das erkläre ich, nachdem ich hier wieder welche gemacht habe. So, jetzt haben wir die auch fertig. Jetzt haben wir davon 10. Ich bringe mal eben die Petals wieder weg und die Seeds, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. 1, 2, 3, 4 und weg damit. So, jetzt haben wir hier den Dayblum und die Nightshade. Und jetzt erklären wir mal kurz, was es damit auf sich hat, nachdem ich das eben wieder weggemacht habe, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Zumindest nicht an dieser Stelle, irgendwo anders vielleicht schon. Ach ja, die Magnetization von der Rüstung ist so geil. So, wir können jetzt hier nämlich die Pflanze hinstellen. Die lädt sich auf mit Mana, wie man sieht. So. Stellen wir den Nightshade daneben. Der lädt sich natürlich nicht auf. Was macht denn der Dayblum? Geht es besser? Ja, der lädt sich gar nicht auf, weil das ist nämlich. Diese lädt sich nämlich bei Tage auf und diese lädt sich bei Nacht auf. Und das ist nämlich der Sinn.
Und mit dem Mana können wir so einige nette Sachen machen. So, ich raster die mal hier so schön hin. Und das war's schon für diesen Part. Im nächsten Part machen wir dann fortgeschrittene Sachen damit. Also, wir produzieren Mana. Oder die produzieren ja quasi Mana, wie man halt hier sieht. Ja, der Nightshade hat auch Mana. Oh, nee, doch nicht. Der Dayblum ist schon voll. So. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Spirit Quest Reloaded mit Botania.